Mohamed Iso war über 20 Jahre lang der Direktor des Museums von Raqqa. Guten Tag. Hallo, sind Sie soweit? Ja, gehen wir nach unten. Langsam, seien Sie vorsichtig. An diesem Morgen macht er sich zusammen mit der Archäologin Khitam Abdallah ein Bild von den geretteten Stücken seines Museums. Das ist ja fantastisch. Hier ruhen mehr als 2000 Jahre Geschichte. Bei der Befreiung der Stadt im Jahr 2017 wurden diese Werke vor der Plünderung durch IS-Kämpfer bewahrt. Aus Sicherheitsgründen sind sie noch nicht öffentlich zugänglich. Mir wird ganz warm ums Herz. An dieses Stück erinnere ich mich noch gut. Ist das schön? Was ist das? Ein Becher mit einem kleinen Fuß. Aber es ist etwas herausgebrochen. Diesen Becher hatte ich selbst im Museumskatalog registriert. Es ist traurig. Das Stück war vollständig erhalten und wurde während der IS-Herrschaft zerbrochen. Die meisten Exponate könnten ausgestellt werden. Wir bräuchten dafür etwa 30 Schaukästen. Gehen wir? Im Sommer 2017 sitzen die Bürger Raqqas in einer teuflischen Falle, in der selbstproklamierten Hauptstadt des IS-Kalifats. 4 Monate lang attackiert die Luftwaffe der internationalen Koalition die IS-Stellungen in Raqqa. Laut Amnesty International wurden 1600 Zivilisten getötet, etwa die Hälfte durch Luftangriffe. Prozent der Stadt liegen heute in Schutt und Asche. Die historischen Gebäude blieben von den Bomben nicht verschont. Im Oktober 2017 befreien arabische und kurdische Streitkräfte die Stadt. Raqqa erwacht zu neuem Leben. Doch noch immer leben viele Familien in diesen zerbombten Wohnhäusern. Azad Al-Mukh und seine Jugendfreunde wollten sich damit nicht abfinden. Gleich nach der Befreiung gründeten sie den Verein Roja. Übersetzt heißt das Vision. Sie träumen von einer besseren Zukunft für ihre Stadt. Mit Hilfe der Stadtverwaltung begann der Verein 2018 mit der Restaurierung des Museums von Raqqa. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Gut, danke. An diesem Tag treffen sich Azad und Mohammed, um über die nächsten Schritte des Bauprojekts zu reden. Drehen wir eine Runde? Hier lang. Das ist der Ostflügel. Das war mal das Büro des Direktors für Altertümer. Wenn die Schaukästen da sind, wird das ein Ausstellungsraum. Es wird 9 Schaukästen geben. 1, 2, 3, 4. Vor dem Krieg wurden hier über 7000 Objekte ausgestellt und aufbewahrt. Das Museum ist jetzt so schön. Schön und leer. Heute gibt es nur noch 1300 Stücke. Wie alt ist der Sarkophag? 1500 Jahre alt. Sarkophage wie diesen gibt es nur noch ganz wenige. Der IS hat fast alle zerstört. Schau, wie die Mauern aussahen. Es gab nicht einmal Fenster. Nein, überhaupt nichts. Während des Krieges wurde das Museumsdach durch eine Bombe zerstört. Trotzdem war hier eines der Hauptquartiere der IS-Kämpfer.
Am ersten Tag habe ich gesehen, wie bewaffnete Männer große Kisten aus dem ersten Stock nach unten schleppten. Da fühlte ich, dass etwas Schlimmes passiert. Mein linker Fuß war plötzlich wie gelähmt und meine Hand auch. Ich begriff, dass ich unter Schock stand. Ich war traurig, weil das Museum von bewaffneten Männern besetzt wurde. Sie schafften die historischen Stücke fort. Sie brachen die Schlösser auf und öffneten die Schaukästen. Alles wurde geplündert. Ein oder zwei Monate nach der Befreiung der Stadt hörte ich, dass ein Verein namens Roya mit der Renovierung des Museums begonnen hatte. So habe ich Azad kennengelernt. Was uns beide eint, ist die Begeisterung für das Museum. Dieses Museum ist das Symbol der Stadt, ihre Identität. Die Renovierung ist sehr wichtig. So wie der Louvre das Markenzeichen von Paris ist, ist dieses Museum das Markenzeichen von Raqqa. Dank internationaler Hilfe wurde das Museum in Rekordzeit wieder aufgebaut. Bei den Wohngebäuden der Stadt geht die Instandsetzung nur langsam voran, wie hier direkt gegenüber von dem Museum. Salama al-Ahmed lebt mit ihren Töchtern seit 4 Jahren in dieser kleinen Wohnung. An die Einschusslöcher in den Wänden haben sie sich längst gewöhnt. Vor dem Krieg war das Leben in Raqqa unglaublich schön. Wir fühlten uns sicher und gut versorgt. Es gab Strom und fließend Wasser. Jetzt leben wir in Angst. Nichts ist wie zuvor. Es ist schwer, einen Job zu finden, aber wenigstens verhungern wir nicht. Gott bewahrt uns vor Hunger. Das ist das Wichtigste. Alle 2 bis 3 Monate erhalten wir Hilfsgüter. Zucker, Mehl, solche Sachen. Wie zehntausende Familien lebt Salama ohne fließend Wasser und oft auch ohne Strom. Die Restaurierung des Museums hat für sie keine Priorität. Während der Renovierung haben sie die Mauern des Museums wieder aufgebaut. Das habe ich vom Fenster aus gesehen. Die jungen Leute haben gut gearbeitet. Sie haben Steine herbeigeschleppt und die Mauer hochgezogen. Ich habe ihnen zugesehen und mich gefragt, warum sie das tun. Es gibt dort auch Wachposten, aber wofür? Die archäologischen Stücke sind nicht mehr da. Was bewachen die denn? Es gibt doch wichtigere Dinge, oder etwa nicht? Das sind Steinmauern, die zu nichts dienen. Es wäre wichtiger, die Straßen auszubessern, damit man das Elend in der Stadt etwas kaschiert. Doch für uns interessiert sich niemand. Die wenigen Millionen Dollar der internationalen Wiederaufbauhilfe reichen nicht aus, um die zahllosen Baustellen in Angriff zu nehmen. Die Stadtverwaltung ist überfordert. Ein Vorzeigeprojekt für ausländische Besucher ist die Restaurierung der antiken Stadtmauer. Los, weiter! Drück es fest! Vor 2011 war das 6 Kilometer lange Bauwerk, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, von Gärten umgeben. Heute sind nur noch 2 Kilometer davon übrig. Wie viele Ziegelsteine habt ihr verwendet? 100, 150. Für diese Arbeiten holt sich Khitam Abdallah Rat bei Mohammed Iso, der sich mit Kulturdenkmälern auskennt. Hier, diese ersten 4 Reihen zerbröckeln, wegen der Feuchtigkeit. Man muss sie schnell ersetzen.
Sonst könnte die Mauer einstürzen. Ungeduldig beobachtet Azad, wie die Mauer nach und nach wieder die Gestalt wie in seiner Kindheit annimmt. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man sieht, wie die antike Stadtmauer wieder aufgebaut wird. Meine Freude ist unbeschreiblich. Die auch wichtige Rettung des kulturellen Erbes erzeugt natürlich Spannungen bei den Leuten in der Stadt. Was hat Vorrang, Wohnhäuser oder historische Bauten? Beides ist wichtig und man darf nichts vernachlässigen. Doch, wir schulden der Menschheit die Erhaltung dieser historischen Stätten. Ich denke da anders als meine Kollegin Khitam. Die Lebenden sind immer wichtiger als die Toten. Diese Steine hier sind tot. Aber die Leute brauchen Häuser, in denen sie leben können. Wir haben viel Zeit für den Wiederaufbau dieser Denkmäler. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Der große Traum von Mohammed Iso und den Mitgliedern von Roya ist, dass ihre Stadt irgendwann wieder so wie früher aussieht. An diesem Abend treffen sich die Vereinsmitglieder in einem der beiden Cafés der Stadt. "2004 sah die Stadtmauer so aus. Ein schönes Foto. Wenn man sich das ansieht und es mit der heutigen Situation vergleicht. Sieh dir diese Aufnahme vom Ufer des Euphrat an. Die Leute haben damals am Fluss gepicknickt. Was für eine schöne Landschaft. Früher sind dort viele Leute spazieren gegangen. Und die Kinder haben in den Gärten gespielt. Manchmal gehe ich durch das Viertel mit dem modernen Krankenhaus in der Al-Nur-Straße und sehe überall nur Ruinen. Dann denke ich, wo sind all diese Familien, die hier gewohnt haben? Früher habe ich dort auf dem Markt zahlreiche Freunde getroffen und mit ihnen geredet. Jetzt sehe ich nur noch Unbekannte. Ich frage mich, ob soziales Engagement ausreicht, um unsere Stadt wieder aufzubauen. Damit alles so wird wie früher, als wir ins Café gingen, Shisha rauchten, uns amüsierten und in den sozialen Netzwerken diskutierten. Die Erinnerung an das Vergangene schmerzt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Heute leben im Ballungsgebiet von Raqqa noch 800.000 Menschen. Vor 2011 waren es 1 Million. Azad ist seiner Stadt treu geblieben. Während des Krieges hat er geheiratet und ist nun Vater von 2 Töchtern. Zu Beginn des Krieges haben sich gut 20 Leute vor der Bank versammelt, um nach Deutschland auszuwandern. Auch mir hat man $1.500 angeboten, damit ich nach Deutschland gehe. Aber ich habe abgelehnt. Ich bleibe in Raqqa. Raqqas Reichtum sind seine Bewohner. Raqqa braucht sie, um die Stadt wieder aufzubauen. Aber im Jahr 2021 braucht die Stadt noch viel mehr. Vor allem im Bildungswesen ist die Situation katastrophal. Und auch das Gesundheitswesen hat sich aufgrund der Corona-Pandemie verschlechtert. Wir hoffen, dass diese Bereiche in Zukunft stärker unterstützt werden. Selbst wenn ich jetzt reisen könnte, würde ich es nicht tun. Es ist wichtig für unsere Traditionen und unsere Kultur, dass meine Töchter hier aufwachsen. Ich möchte, dass sie ihre Schulausbildung beenden und später ein besseres Leben haben. Ha 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 ha.
Schöne, schöne. Ha? Um die Kinder von Raqqa mit der Geschichte und den Denkmälern ihrer Stadt vertraut zu machen, beteiligt sich der Verein Roja an einem öffentlich geförderten Bildungsprojekt. Die Schüler sollen verstehen, warum der Schutz dieser Kunstwerke so wichtig ist. Guten Tag. Geht es euch gut? Ich bin Hiba Ahmed vom Verein Roja. Ich bin Ritam Abdallah von der archäologischen Abteilung des Zivilrats. Wer von euch kennt das Wort Kulturerbe? Damit meint man alles, was uns unsere Vorfahren hinterlassen haben. Und was ist eure Pflicht in Bezug auf die Erhaltung dieses Kulturerbes? Man muss zum Beispiel alles, was im Museum zerstört wurde, einsammeln und restaurieren. Bravo! Wer will einmal Archäologe werden, um die Altertümer zu studieren und Ausgrabungen zu machen? Du, warum? Um die Geheimnisse Syriens kennenzulernen und seine Kultur zu bewahren. Will sonst noch jemand Archäologe werden? Ich will neue archäologische Fundstücke entdecken, für die Kinder unserer Kinder. Und dafür müssen die Archäologie und das Museum geschützt werden. Ihr wohnt hier in Raqqa. Wart ihr auch schon einmal im Museum? Habt ihr es alle besucht? Wer war schon mal dort? Keiner. Dann werden wir eine Besichtigung organisieren. Das Ziel der Dschihadisten war es, unsere Kultur zu untergraben und die Geschichte dieser Region völlig auszulöschen, um sie aus ihrer Sicht neu schreiben zu können. Ich bin der Überzeugung, dass dies im Unterricht eine zentrale Rolle spielen sollte, damit die Kinder erkennen, wie wichtig es ist, ihr Erbe zu verteidigen und die archäologischen Stätten zu schützen. Diese Jugendlichen konnten während des Krieges nicht zur Schule gehen. Jetzt bekommen sie die Gelegenheit, ihre Stadt und ihre Geschichte neu zu entdecken. Hallo. Seid willkommen. Professor Iso wird euch durchs Museum führen. Herzlich willkommen. Ich war lange Zeit der Direktor dieses Museums. Vor dem Krieg kamen alle Schulkinder hierher. Aber wisst ihr, was die IS-Mitglieder gemacht haben? Sie haben im Museum ein Bistro eröffnet. Den Nordflügel haben sie vermietet. An eine Kühlschrank- und Waschmaschinenfirma. Und an jemanden, der mit Generatoren handelt. Vor der Restaurierung mussten wir das ganze Museum putzen. Wenn ihr gesehen hättet, wie es hier aussah, hättet ihr sicher geweint. Können wir ein paar Exponate sehen? Ja, einige Stücke sind übrig geblieben. Die können wir uns gerne anschauen. Brauchen Sie Hilfe? Es geht schon, danke. Tretet ein.
All diese archäologischen Fundstücke wurden vom IS zerstört. Dieser Fries stammt von der Festung des Kalifen Harun al-Rashid in Raqqa. Und das hier, kannst du mal nachsehen? Abu Thabit, was ist los mit dem Strom? Stimmt was nicht? Ja, der Strom ist ausgefallen. Das ist normal, ihr wisst ja, wie es in Raqqa zugeht. Mal gibt es Strom und dann wieder nicht. In diesem Raum waren 4 Mosaiken. Das ist ein Ausmaß der Zerstörung, das mich zutiefst erschüttert hat. IS-Kämpfer haben versucht, diesen kleinen Teil mit Hammer und Meißel zu entfernen. Außerdem haben sie sich nicht gescheut, dieses Bild mit Farbe zu beschmieren. Darauf war eine Gazelle zu sehen, die wie in einem Ballett tanzt. Warum sie das gemacht haben? Sie wollten die Gestalt verdecken. Denn sie glauben, dass der Islam Darstellungen von Körpern verbietet. Das stimmt natürlich nicht. Sie haben uns dieses Denken aufgezwungen. Sie haben alles getan, um dieses antike Werk zu verschandeln. So sieht ihre Botschaft aus. Die IS-Leute haben nur eines im Sinn, das geistige und materielle Erbe zu vernichten und ein Trümmerfeld zu hinterlassen. Es ist eine Schande. Die Generation der heute 10- bis 15-Jährigen wird die Zukunft gestalten. Manche von ihnen werden Archäologen sein, andere Museumsdirektoren, Lehrer, Schriftsteller und Denker. Sie werden unsere Arbeit fortsetzen und alles tun, um die Hinterlassenschaft der Antike zu bewahren. Wenn ich an frühere Zeiten zurückdenke, sehe ich die Leute vor mir, die das Museum oder die Djerba-Burg besuchten. Touristen, Franzosen, Engländer, Menschen aus ganz Europa kamen damals zu uns. Jetzt träume ich davon, dass meine Stadt Tag für Tag wieder aufgebaut wird. Ich werde bis zu meinem Tod in Raqqa bleiben. Wie es in einem Lied der syrischen Revolution heißt: Wir bleiben hier, damit unser Leiden ein Ende hat.